Hallo, meine Lieben. Mein letzter Tag hier auf Sardinien. Ich gehe jetzt auf Reisen, erstmal nach Livorno und da werde ich mich dann einschiffen mit der Fähre. Und ich hatte gestern ganz interessante Gespräche. Und zwar, es war nicht immer eitel Sonnenschein im Team. Und gestern haben sich alle so ein bisschen mehr oder weniger ausgesprochen. Und der Tenor war eigentlich die verpasste Chance. Da ist jemand etwas rausgerutscht, weil er vielleicht nicht gut gelaunt war, weil irgendwas schiefgegangen ist. Und sagt etwas im Impuls, die anderen stockbeleidigt und verpasst die Chance, gleich zu sagen: Hey, tut mir leid, ich habe es nicht so gemeint, sondern ist erschrocken über das, was er da angerichtet hat und hat jetzt. Ja, ist auch eine gewisse Feigheit. Ist aber auch erschrocken ob der Reaktion der anderen. Und gestern habe ich mich dann eben ausgesprochen. Mir war es klar, woher es kam. Und dann kam wirklich der Satz: Ja, ich weiß, ich habe die Chance verpasst und irgendwann hatte ich keinen Mut mehr dazu. Und das ist hier im Team viermal passiert, wo Leute irgendwas gesagt haben und dann nicht mehr den Mut hatten, ob der verpassten Chance, das wieder gerade zu rücken. Und da sehe ich immer wieder, wie wichtig es doch ist, knallhart seine Meinung zu sagen und zu sagen: Hey, du hast mich jetzt beleidigt. Oder aber auch wirklich einzusehen und zu sagen, weil das der Witz war, dass derjenige 4 Tage damit schwanger ging. Und gestern haben wir uns dann zum ersten Mal wieder gesehen. 4 verlorene Tage im Grunde genommen eines Lebens, wo der immer nur an diese Sache denkt. Die ganze Zeit denkt dieser Mensch: Was habe ich da gemacht? Um Gottes Willen, jetzt muss ich dem wieder gegenübertreten. Magen grummeln und alles Mögliche. Das ist es eigentlich nicht wert. Also im Grunde genommen müsste man sich erstens mal wirklich entschuldigen und zwar ganz geradeaus. Man sollte auch vielleicht auf Leute zugehen und sagen: Okay, ich weiß, ich habe da Scheiße gebaut, bitte verzeih mir. Wenn der andere dann nicht verzeiht, ist es eher Arsch. Gell? Servus. Wir singen uns im Mönger.